Ja, liebe Meerwasserfreunde, heute haben wir wieder ein kleines Unboxing für euch. Ich freue mich sehr. Wir haben heute den neuen Eheim Abschäumer. Das ist der Eheim Skim Marine 800. Das Gerät erscheint wahrscheinlich erst im Januar 2014. Daher freue ich mich sehr, dass wir euch das schon mal hier präsentieren können. In einigen wenigen Läden ist er wohl schon angelegt, aber noch nicht so weit verbreitet. Und ich denke, dass wir hier ein tolles Gerät erwarten können. Und da bin ich mal gespannt, was da so im Karton alles drinnen ist. So, dann werden wir das gute Stück mal auspacken. Wollen wir uns das mal ansehen. Was war da Gutes aus dem Hause Eheim bekommen? Es gab ja lange keine Abschäumer im Programm. Finde ich schon mal sehr interessant. Wie gesagt, hier nochmal der Eheim Skim Marine 800. Ja, das Ding sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. Macht zumindest schon mal einen robusten Eindruck. Hier haben wir den Abschäumertopf. Ich packe die Sachen mal gerade eben alle erstmal hier kurz mal aus. Dann können wir nämlich das Kartönchen direkt mal beiseite legen. So. Ja, hier haben wir den Abschäumer. Wir haben hier eine Eheim-Pumpe verbaut. Eine 800 bis 2700 Liter Pumpe. In diesem Bereich ist er also variabel. Es ist ein Nadelradabschäumer, so wie ich bereits gelesen habe. Er soll wohl eine unwahrscheinlich hohe Luftleistung haben. So, wie wir hier oben erkennen können, haben wir hier einen Bajonettverschluss. Der hat hier also einen Bajonett. Wird hier oben einfach reingesetzt, zack und eingerastet. Dann sieht das ganze Stück im Grunde genommen so aus. Dabei haben wir im Grunde genommen noch, sehe ich gerade hier, da ist noch ein Schalldämpfer mit dabei. Das ist wahrscheinlich die Luftmengeneinregulierung. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch die Stauscheibe. Das ist unten für die Pumpe, wo die Luftansaugung drüber laufen wird. So, dann werden wir das ganze gute Stück mal zusammenbauen. Auf den ersten Eindruck, auf den ersten Blick würde ich jetzt einfach mal sagen, sieht relativ robust aus, gut verarbeitet. Das Schöne, was ich schon direkt erkennen kann, was ich sofort erkennen kann, wir können den Abschäumer hier auseinanderbauen. Das finde ich persönlich jetzt direkt auf Anhieb mal sehr schön. Weil wir haben ja oftmals bei Abschäumern immer die Geschichte, dass viele Leute die gerne mal reinigen würden. Man kommt aber in einige Abschäumer überhaupt gar nicht rein. Wir haben da tatsächlich gar nicht die Möglichkeit, dass wir da irgendwo auf irgendeine Art und Weise da mal eine Reinigung machen können. Und ich glaube, so wie ich das hier sehe, jawohl, haben die Leute von Eheim das schön gelöst. Wir können das ja alles rausnehmen. Können das hier wunderbar sauber machen mit Zitronensäure, können wir das perfekt reinigen. Das finde ich eigentlich schon eine sehr gute Sache. Dann werden wir das hier mal wieder rasch zusammensetzen. Also das ist für mich schon mal ganz klar ein Pluspunkt. Das finde ich schon mal sehr gut, dass wir den also auch tatsächlich komplett zerlegen können. Um das Gerät auch tatsächlich mal richtig schön von innen sauber zu machen.
weil für die Technikfreaks unter uns gehört natürlich ein sauberes Technikbecken auch ab und an mal dazu. So, dann haben wir, wie gesagt, hier unten drunter noch. Das kommt hier unten auf die Pumpe. Das ist hier unten die Luftansaugung. Das passt aber nicht so ganz genau, wie es soll, glaube ich. Doch, da passt es rein. So, was haben wir da noch? Dann haben wir hier noch den Schalldämpfer, so wie das ausschaut. Den kann man hier drunter schrauben. Dann haben wir hier den Ansaugschlauch. Ich mache den mal eben hier drunter. Hier unten kommt er dann auf die Ansaugung der Pumpe drauf. So, sieht schon mal ganz ordentlich aus. Ja, Verarbeitung, denke ich mal, ist mehr als gut. Da kann man überhaupt gar nicht meckern. Ist jetzt einfach mal meine Ansicht zu der ganzen Geschichte hier. So, jetzt werde ich gerade mal schauen, wo wir den Rest hier verbauen müssen. Weil, wie gesagt, das gute Stück ist noch komplett neu. Habe ich so in der Form noch gar nicht gesehen. So, wenn wir mal schauen, was wir hier überhaupt noch alles haben. So, dann haben wir hier drunter noch die Rückstauung. Hier regulieren wir im Grunde genommen den Rücklauf später. Der kommt hier unten rein. Das ist im Grunde genommen der Rücklauf im Grunde genommen, wo er dann unten die Rückflussmenge im Grunde genommen wieder einstellen können. Weil wir können den dann einmal von der Wasserhöhe, von der Anstauung her verändern. Es wird also betrieben, habe ich gerade mal eben gelesen, zwischen 18 cm und 24 cm. Das ist im Grunde genommen sein Arbeitsbereich, der möglich ist. Auf diesen Wasserständen können wir den betreiben, den Abschäumer. So, ich baue das jetzt hier gerade mal eben rasch zusammen. So, und hier können wir dann später den Schieber auf und runter drehen. Damit können wir dann die Stauhöhe im Grunde genommen verändern innerhalb des Abschäumers, je nachdem, was wir halt eben für eine Betriebshöhe in unserem Technikbecken haben. 18 bis 24 cm kann der Abschäumer also arbeiten. Natürlich ist das im Grunde genommen auf jeden Fall schon mal auch immer die Höhe, die wir also in den Scuba Cube Systemen haben, sprich in den gesamten EHAM Systemen. Da kann der natürlich immer eingesetzt werden, der Abschäumer. So, dann mache ich hier oben den Topf nochmal drauf.
Ja, so sieht das gute Stück dann im Grunde genommen im Ganzen dann nachher aus. Ich hoffe, dass man den so im Großen und Ganzen erkennen kann. Ja, mit Sicherheit ein sehr interessantes Gerät. Wir werden den euch nachher natürlich auch nochmal im Betrieb werden wir euch den vorstellen. Da wollen wir uns dann mal anschauen, wie der läuft und wie vor allen Dingen auch die Geräuschentwicklung ist. Weil ich denke mal, das interessiert hier mit Sicherheit auch viele. Hier oben können wir im Prinzip die Luftzufuhr regulieren. Hier können wir separat dann nochmal den Rücklauf regulieren. Der geht dann hier unten im Grunde genommen. Hier ist ein kleiner Schieber drin, wo der im Prinzip wieder das Wasser wieder zurück ins Becken lässt. Ja, den können wir dann im Grunde genommen hiermit regulieren. Fein. Dadurch haben wir, wie gesagt, auch die verschiedenen Möglichkeiten für verschiedene Höhen. Aber das werden wir uns nachher dann auch nochmals im Betrieb anschauen. Wie gesagt, nochmal kurz zur Pumpe. Eheim-Pumpe, 800 bis 2700 Liter. Die Pumpe, das ist vielleicht für euch jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen, ist hier unten nochmal separat regulierbar. Die können wir im Grunde genommen also auch nochmal nachstellen und können uns hier auch nochmal die Durchflussmengen verändern. Ja, so, das war im Grunde genommen die Geschichte, die im Karton versteckt ist. Und jetzt gleich geht es dann noch weiter mit ein paar kleinen Impressionen und dann werde ich das gute Stück, den Eheim Skim Marine 800, dann euch auch mal in Funktion präsentieren. So, dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, hier haben wir das gute Stück mal in Betrieb. Also ich habe den jetzt gerade erstmal eingesteckt. Natürlich weiß jeder eigentlich, dass so ein Abschirm erstmal einlaufen muss. Aber ich wollte einfach mal ausprobieren, wie denn im Prinzip das Laufverhalten ist. Und da bin ich im Grunde genommen schon ganz zufrieden mit. Abschäumerergebnis können wir ja im Grunde genommen so jetzt nicht sagen, weil ist ja wie gesagt relativ schwierig, wenn der ja gerade erstmal angelaufen ist. Aber für direkt mal eben eingesteckt, würde ich mal glatt sagen, sieht das ganz gut aus. Ja, das war unser kleines Unboxing vom neuen Eheim Abschäumer Skim Marine 800. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis demnächst.